Wie soll man eigentlich runde Zapfen herstellen können? Servus und willkommen bei MKs Werklerei. Die erste zu klärende Frage wäre, welche Maschine ich dafür nutze. Die Tischkreissäge oder der Frästisch? Die wären am naheliegendsten. Bei der Tischkreissäge gibt es aber ein paar kleine negative Aspekte. Mit der Tischkreissäge könnte man es folgendermaßen lösen. Ich könnte das mit dem Queranschlag machen. Das Sägeblatt ein bisschen hochstellen, so tief wie ich eben sägen will. Und dann hier drüber fahren und dann zurückdrehen und dann nochmal, zurückdrehen, nochmal. Da ist jetzt die Genauigkeit ein bisschen das Problem. Ich könnte das auch hineinfahren, auf dem Sägeblatt lassen und dann hier drehen. Aber beim Sägeblatt ist das mir zu gefährlich. Ich glaube nicht, dass der dann da einfach schön weitersägt. Aber sagen wir, das klappt, dann gibt es immer noch das Problem, dass die Zähne gerade sein müssten, damit ich eben einen schönen Zapfen bekomme, ohne dass ich da jetzt noch nacharbeiten muss. Beim Frästisch könnte ich hier zum Beispiel einfach einen Nutfräser benutzen, den Rundstab draufschieben und einfach hier drehen. Weil beim Fräser bin ich mir sicher, dass das kein Problem ist, wenn ich das eben da oben drehe. Und mit dem Nutfräser bekomme ich auch viel schönere Kanten und muss wahrscheinlich nicht den Zapfen dann nachher noch nachbearbeiten. Also mache ich das jetzt mit dem Frästisch. Da braucht man jetzt aber natürlich eine Vorrichtung, weil mit der Hand werde ich das nicht so ruhig halten und gleichzeitig drehen können. Mein erster Gedanke war, dass ich hier eine Vorrichtung baue und die Kanten hier als Führung nutze. Dass ich das hier einfach einschieben kann und das soll dann hier stehen. Dann verrutscht es nicht vor und zurück, beziehungsweise links und rechts. Und hier hinten könnte ich auch einen Anschlag bauen. Aber dann wäre es ja nicht gegen das Zurückschieben gesichert. Dann kam mir aber die Idee, dass ich diese Griffmulde hier benutzen könnte als eben Sicherung. Ich könnte eben die Vorrichtung haben, also die Platte, die ich brauche für den Rundstab. Und unterhalb würde ich ein kleines Stück Holz mit dieser Form einlassen. Und dann wäre es gegen das Vor-, Zurück-, Links-, Rechts-Verschieben gesichert. Und so werde ich das machen. Aber als erstes eben die Vorrichtung. Also die Vorrichtung ist recht simpel. Ich werde hier einfach so ein Stück Sperrholz nehmen. Diese Breite etwa. Und hier drin, damit der Stab hier geführt wird, werde ich eine V-Nut hier reinmachen. Ich habe mir zuerst überlegt, ob ich Rollen nehmen soll. Also drei Rollen, auf denen der Stab dann hier so gerollt werden kann. Aber das war mir dann zu unnötig, weil mit einer V-Nut, mit so einer V-Schräge, habe ich eben für jeden Durchmesser wieder zwei Punkte, in denen das auch gleiten kann. Also da braucht den ganzen Aufwand für die Rollen nicht, finde ich. Ich werde jetzt mal eine V-Nut eben hier reinmachen, reinsägen. Und dann schaue ich, ob das gut gleitet. Wenn ja, dann lasse ich es. Außerdem muss ich ja mit der einen Hand den Stab hier runterdrücken und mit der anderen drehe ich. Gerade wird es eben durch die Nut gehalten, also an Position. Vor und zurück kann ich es eben schieben. Jetzt werde ich schauen, ob das gut geht, wenn ich die Nut habe. Wenn nicht, dann werde ich hier vielleicht so eine Runterdrück-Vorrichtung, so eine Schraube basteln, damit ich das eben in Position halte und ich nur den Rundstab drehen kann. So, jetzt schaue ich hier auf der Frästischseite, dass ich die Platte so mittig wie möglich in dieser Griffmulde hier platziere. Das wäre dann eben jetzt etwa hier. So. Und hier markiere ich mir eben, wo der Fräser sich befindet, also die Fräsermitte. Und hier werde ich dann die Nut reinmachen. Dazu schiebe ich jetzt erstmal den Spaltkeil runter und stelle das auf 45 Grad. Und stelle die Höhe eben ein, sodass ich nicht hier durchsäge. Etwa die Mitte, das wird schon reichen. Ja.
passt. Stelle ich den Anschlag ein. So, und jetzt schaue ich mal, wie gut das drin liegt. Passt. Und hier wird es eben nur, hat es eigentlich nur zwei Kontaktpunkte, Kontaktlinien. Und deshalb kann ich auch eben andere Durchmesser, der hat jetzt 16 mm, ich könnte auch größere oder kleinere Rundstäbe damit benutzen. Leicht runterhalten und dann fräsen. Jetzt werde ich eben die Halterung unten bauen, dass das eben in die Tischkreissäge eingelegt werden kann. Die werde ich jetzt bauen und dann schaue ich, ob das gut geht, indem ich es halte und drehe. Wenn nicht, dann werde ich da noch irgendwas dazu basteln, werkeln. Die Kante werde ich noch abschrägen, damit das eben wie ein Keil da reinpasst. Schauen wir mal. Ja. Ein bisschen tiefer könnte er gehen. Jetzt habe ich das Ende noch mit dem Hobel ein bisschen abgeschrägt. Und jetzt passt das rein. Jetzt werde ich nur noch die Position eben genauer markieren. So. Jetzt habe ich eben hier die Stellen markiert. Und da werde ich es eben anschrauben. Das geht auch ganz easy. Ich werde jetzt ja, die Stellen ungefähr markieren. Ja. Und jetzt werde ich auf dieser Linie, werde ich jetzt durchbohren und dann von der Gegenseite die Schrauben rein drehen. Ja, und jetzt schauen wir mal, wie das liegt. Also jetzt schauen wir mal. Ja, weil es jetzt höher liegt. Na, dann werfen wir dazwischen einfach Unterlegscheiben hin. Ja, jetzt. Okay. Da kommt unser Holzstab her. Über den Fräser und dann drehen wir das fertig. Und hier kommt eben noch irgendein Stopp. Das bestimmt dann die Tiefe. Also dann baue ich hier mal schnell einen Nutfräser ein, damit wir mal einen Probelauf machen können. Die Höhe des Fräsers bestimmt eben den Durchmesser, den wir haben wollen. Die Tiefe, die Länge des Zapfens bestimmen wir eben mit dem Anschlag, mit dem Parallelanschlag. Ich sag jetzt mal hier, mal fest. Und jetzt schalte ich es ein und schiebe das. Halte den Rundstab nach unten und schiebe das langsam drüber und drehe das in den Fräser rein.
So, und so sieht das Ergebnis jetzt aus. So. Ich finde es ziemlich zufriedenstellend. Die Löcher waren schon da. Diese nicht beachten. Aber ich finde, das schaut sehr gut aus. Aber die Tiefe des Fräsers sollte man eben schrittweise anpassen. Ich habe jetzt direkt 4 mm ungefähr abgefräst und da hat man schon am Anfang gemerkt, da habe ich die Kraft des Fräsers unterschätzt. Also lieber in 1-2 mm schrittweise bis zum Ziel herantasten. Aber das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen, vor allem da ich jetzt hier keinen Fräser mit einer Grundschneide, also einer Schneide oben, oberhalb des Fräsers benutzt habe, ist es doch ziemlich gut geworden. Also eine Vorrichtung zum das eben nochmal anklemmen, anzwingen, werde ich keine mehr bauen mit der Hand, das ging schon, nur im ersten Kontakt eben hat es das Werkzeug ein bisschen rausgeschlagen, weil ich die Kraft des Fräsers einfach der Oberfräse unterschätzt habe oder nicht einschätzen konnte, aber jetzt geht's und danach ging's auch. Also jetzt würde es beim nächsten Mal auf der Seite zum Beispiel gut funktionieren. Ja, und so baut man eben ganz einfach eine Vorrichtung, um runde Zapfen herzustellen. Falls du weitere nützliche Vorrichtungen für die Werkstatt suchst, verlinke ich die Playlist am Ende des Videos. Ich sage danke fürs Zuschauen, ich hoffe, ich konnte weiterhelfen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.